Lieber Marvin, ich danke dir für deine Nachricht und deine geradezu mütterliche Fürsorglichkeit. Sorge dich aber bitte nicht um mich. Und bitte grüß meine geliebte Schwester inständig von mir, dein Freund Fabi. Alter, hier bist du. Warum schreibst du nicht zurück? Wir haben uns alle krass Sorgen gemacht. Ich hab doch zurückgeschrieben. Wo? Hier. Was? Ich habe alle deine Fragen hier beantwortet. Alter, du bist seit 6 Tagen verschwunden. Wir schreiben jeden Tag 100 Mal. Ja, aber ich habe ja vor 6 Tagen angefangen zu schreiben. Aber immer wenn du schreibst, muss ich ja wieder einen neuen Brief schreiben. Das ist halt mega aufwendig. Warum schreibst du nicht einfach bei WhatsApp? Ja, also WhatsApp macht halt jeder. Ist auch ausgelutscht bisschen mittlerweile. Vor allem, schau mal, das mit dem Brief war mega schön. Hier mit der Kerze und dem Siegel. Dicker. Wir haben die Polizei eingeschaltet. Aber ich habe ja geschrieben, dass du dir keine Sorgen machen musst. Ja, aber ich habe es nicht gelesen. Ja, aber hättest du halt noch ein paar Tage gewartet, hättest du es gelesen. Also ich sehe jetzt die Schuld nicht so krass bei mir. Wie willst du denn überhaupt schicken? Mit einer Brieftaube oder was? Nee, also Tauben werden kaum mehr für Post eingesetzt. Also die haben eigentlich kaum mehr... Du siehst ja, die hängen alle auf der Straße rum. Ist eigentlich mega schlimm. Vor allem auch früher wäre das nicht gegangen, weil Tauben konnten ja nur zu ihrem Heimatnest zurückfliegen. Dann musstest du die dem Absender erstmal geben, bevor sie zu dir zurückkommen kann. Was? Sie hat die Taube halt bei dir züchten müssen und dann mit zu mir nehmen, damit die den Brief schicken kann. Das ist ja krank ineffektiv. Ja, wie ein Brief schicken quasi. Unsere deutschen Ämter schicken auch die ganze Zeit Post. Also wirst du jetzt sagen, dass die auch ineffektiv sind, oder? Ja. Das ist halt arrogant von dir. Also jetzt gib mir wenigstens einfach den Brief. Nee, Briefe übergibt man nicht persönlich. Geh am besten nach Hause und dann schicke ich dir Happy. Sorge dich nicht um mich und bitte grüß meine geliebte Schwester von mir. Ich kenne deine Schwester nicht mal. Was? Hab nie gesehen. Ja, ich war mir sicher, ihr habt euch doch bei Danis Geburtstag mal gesehen, oder? Ah, nee, stimmt, da warst du in Kroatien im Urlaub. Ach, du Scheiße. Ich war mir sicher, ihr kennt. Ah, ich bin so dumm, Alter. Tut mir leid. Was ist falsch mit dir? Ich muss jetzt die Vermisstenanzeige zurücknehmen. Nee, Mann, das mache ich. Also, ist ja, nach der ganzen Sache ist es das Mindeste. Ich bleib. Du schreibst keinen Brief dahin. Ja, okay, dann mach du besser. Schicke ich ihn dir einfach, Pep. Oh. Ich bin geil. Schicke ich ihn dir einfach. Oh. Ich bin geil. Nase am Laufen ein bisschen. Oh, sieht man ja nicht. Das ist eben mein Plan, dass ich dir das per AI hin die ganze Zeit so ein Filter. So ein Popel in die Nase.